Herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Inazuma 11.3 Let's Plays. Ich bin Rick Berlin, ihr schaut Fieber Games for You. Und heute geht's, wir werden ein bisschen skillen, denke ich. Und auch vielleicht die Story ein bisschen weiterspielen. Das werden wir nochmal uns genauer angucken. Weil nachdem ich mich jetzt erst einmal bedanke dafür, dass so viele Comments gestern kamen, wegen der Torhüter-Sache, würde ich hier auch nochmal ein bisschen den Mark skillen in Verteidigung. Da das ja, wie ihr sagt, ein wichtiger Skill für die Torhüter ist. Deswegen nehmen wir das gerade mal an. Skillen den Mark hier mal durch. Der müsste ja eigentlich jeden Tag einen neuen Reifen kaufen. So wie der mit den Dingern umgeht. Ist ja unglaublich. Eine gute alte Mark. Gehen wir davon aus, dass wir den jetzt in Zukunft immer haben werden und dass es nicht nochmal zu so einem Golden Pipes auf der Bank Fiasko kommt. Okay. So. Gleichzeitig können wir dann auch mal gucken. Ich mache jetzt noch 4 Punkte rein, dass wir hier die Leute halt ein bisschen umstellen, dass ich so die Mannschaft, wie ich es mir denke, nachdem wir die neuen Spieler geholt haben, mal zusammenstelle. Natürlich auch unter Berücksichtigung eurer Tipps. Die ja, muss ich sagen, durchaus auch mal kontrovers sind. Ich denke, da hat jeder auch teilweise so seine eigenen Vorlieben anscheinend. Das Gute ist, jetzt haben wir 2 Punkte bekommen. Zum gleichen Preis. Okay, und 55, damit können wir damit aufhören. Dann schauen wir mal, dass wir hier Spieler jetzt verändern. Genau, das ist die Frage. Dann gehen wir mal kurz zurück, das machen wir anders das. Und zwar ändern wir das komfortablerweise direkt bei unserem Kumpel in der Raymond Junior High. Die Story-Mannschaft. Weil ich will auch mal gucken, was wir da noch so auf der Bank haben eventuell. Im Sinne von... Na, ich will hier komplett raus, danke. Im Sinne von Leuten, die wir schon angeworben haben, ob da nicht vielleicht der ein oder andere dabei ist, der dann doch relativ gut ist, den man vielleicht gar nicht so auf dem Schirm hatte. So. Ah, nein, 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 okay, falsch. So, hier, mit dem will ich doch reden. Story-Modus, genau. Torhüter, Verteidiger, Samford. Ups. Warte mal, Moment, oder mache ich gerade irgendwie was falsch? Ganz kurz, wir gehen mal kurz zurück. Spieler. Aufstellung, mal gucken. 11 gegen 11. So, da sind wir doch, wo ich hin wollte. Das ist in Ordnung, das ist in Ordnung. Schnelligkeit 36, 33. Den müssten wir wegmachen. Den brauchen wir nicht auf der Bank. Machen wir gleich mal. Ihn brauchen wir auch nicht. Zwei Verteidiger, die keinen Sinn ergeben. Hier haben wir den Gazelle. Ops. Ein Feuer, ein Eis. Und einen Naturspieler. Das ist eigentlich soweit schon ganz in Ordnung, möchte ich meinen. Menü. Aufstellung. Wir könnten hier auch ändern. Will ich aber nicht. Mit C
4-3-3 eigentlich ganz gut zufrieden. Warte mal. Dann müssen wir die rauswerfen. Ironside und ihn. Und gucken, dass wir da nochmal jemanden auf die Ersatzbank holen, der interessant ist. Spieler. Aber wie kann ich denn die Ersatzbank verändern? Ganz kurz einen Moment. Ach so, die sind jetzt gar nicht mehr. Okay, ich verstehe. Das müssen wir jetzt über ihn machen. Ja. Genau, Story-Mannschaft. Und zwar haben wir gesagt. Wo ist er? Ironside. Hier. Den tauschen wir. Gegen. Stoutberg. Den finde ich nämlich nicht schlecht, ehrlich gesagt. Wie kann ich die nicht, oder was? Was ist hier los? Ich will die weghaben. Ach so, ich muss die hier rüber tauschen. Jetzt habe ich es verstanden. So, bap. Und dann hier Banya noch. Okay, jetzt haben wir noch einen Mittelfeldspieler reingebracht. Stürmer haben wir. Vielleicht noch einen besseren Verteidiger. Was haben wir denn hier zur Auswahl? Am besten einen schnellen Verteidiger mal. Mit 30 ist er zumindest schneller. Als manch andere auf der Ersatzbank. Lassen wir ihn mal noch mit dabei. Ich denke, das passt. Das ist okay. So, jetzt haben wir hier aber noch was gehabt mit dem Tipp. Mit den Items, die wir da hatten, und zwar diese Karte von Osaka, die sollten wir mal benutzen. Du kannst jetzt nach Osaka gehen. Das ist schon mal gut. Ich würde fast sagen, dann machen wir das jetzt auch in der Folge. Wir gucken uns Osaka mal an. Vor allem, ich frage mich, was das bringt dann letztendlich. Ab in die Innenstadt, okay. Hallo, herzlich willkommen in Osaka. Na, wenn das mal nicht Inazuma Japan ist. Wenn ihr einen Blick auf meine Waren werft, bekommt ihr einen speziellen Rabatt. Okay. Und das hier? Willkommen im G-Mart. Karte von Naniwa-Land. Das kaufen wir gerade mal. Haben wir sie jetzt schon gekauft oder nicht? Ich glaube ja, oder? Wollt ihr sonst noch etwas? Na, ich will hier raus vor allen Dingen. Nein. So, gucken wir mal. Items. Jetzt kommen wir ins Naniwa-Land. Okay. Das ist das gleiche Angebot. Okay. So, zurück. Schnupper, riecht dir das? Frische Brötchen, die im Ofen hochbacken. Ich will sofort eins essen. Oder zwei. Oder 10. Ja. Wenn du das sagst, Dame. Ich frage mich aber halt, was bringt uns das? Krabben sind echt unheimlich. Ich kann mir die Dinger kaum anschauen. Da bekomme ich sofort eine Gänsehaut. Okay. Huch, so sieht also eine Krabbe aus. Seht euch nur ihre Zangen an. Das Viech könnte mich ohne Probleme zweiteilen. So schnell werde ich keine Krabbe mehr essen. Das ist mal sicher. Okay. Bananenschuss erhalten. Das hört sich ja mal gut an. Jetzt bin ich aber wirklich gespannt. Was für Gegner haben wir hier? Bringt das vielleicht was? Die Strähnenstürmer. Ohohohoho. Okay. Wir müssen als erstes ein Tor schießen. Ich denke, das lässt sich einrichten. Okay, was machen wir? Himmelstunde. So stark scheinen die mir gar nicht zu sein. Sehr gut. Das können wir nicht. Machen wir mal eine Finte. Das Problem ist, dass wir direkt gegen den Torhüter jetzt gehen. Das war klar. Oh, oh. Und jetzt? Super gemacht.
du hältst mal drauf. Und zwar mit der Feuerspirale. Also die sind nicht wirklich viel stärker als die anderen. Das ist schon mal nicht das, was ich erwartet habe. Machen auch keine Spezialtaktiken oder sowas. Oder wir sind einfach zu spät jetzt hierher gewechselt, weil wir haben die Karte ja auch schon eine ganze Weile. Kann natürlich auch sein. Neuer Level, das ist schon mal gut. Jetzt fühlt er zu uns. Ist ein Stürmer. Schusskraft 21. Gefällt mir aber auch überhaupt nicht. Würde ich sagen, nee, wollen wir nicht. Wo geht's hier hin? Oh, da war doch eine Kiste. So halb versteckt. Anleitung erhalten, Protonenstrahl. Den kennen wir ja schon, rein als Skill jetzt, meine ich. Was ist das hier jetzt? Eine Disco oder was? Tanzen wir ein bisschen, meine Lieben. Oh, meine Fresse, ey, was geht hier ab? Was ist das? Oh, hallo, kann ich irgendwie behilflich sein? Okay, man kann was kaufen. Oh, hier, Skills und so weiter. Haben wir jetzt aber gar nicht so viel Kohle. Trotzdem, mal gucken, schadet nicht. Himmelsand, Kraftfeld, das ist nicht schlecht. Jetzt wissen wir, dass es hier auf jeden Fall jede Menge Zeug gibt, was man kaufen kann. Gucken wir hier hinten nochmal nach. Gibt es hier? Wahrscheinlich ist das ein Ausrüstungshändler. Im Grunde genommen nur zum Shopping hier. Willkommen im Sportladen in Osaka. Okay. Frische Stollen, Jugendstollen, Thermostollen, Schusskraft plus 3, okay. Auch hier Verteidigung können wir da höher machen. Das ist natürlich geil hier. Auch mit den Accessoires und so weiter. Müssen wir mal gucken bei Gelegenheit. Ich will jetzt erstmal wieder Kohle sammeln, bevor wir hier einkaufen gehen, großartig. Jetzt gehen wir erstmal hier raus und schauen, dass wir in das neue Gebiet auch nochmal gehen. Dass wir einfach mal eine kleine Rundreise machen, aber erstmal müssen wir hier nochmal spielen. Die Gourmet-Kicker haben alle komische Helme an. Halt mal drauf, göttliche Weisheit. Ich denke, das läuft ganz gut. Eine echte Verstärkung, dadurch, dass sie relativ gut beim Dribbling einfach durchsetzen kann und auch hier noch einen Schuss hat. Ich denke, das ist ein guter Mittelfeld-Ergänzungsspieler, den wir hier haben. Das ist eine tolle Angelegenheit auf jeden Fall. Haben wir aufs Tor geschossen. Hier die nächsten neuen Levels. Die leveln also wunderbar mit. Eine Fähigkeit haben wir auch bekommen. Karte. Ach, das ist hier, ne, Nibaland? Was los, Katze? Seht keinen Scheiß. So. Nee, das will ich nicht. Mich hier noch ein bisschen umgucken. Wahnsinn! Schau dir all die Attraktionen an. Ich weiß gar nicht, womit ich zuerst fahren soll. Vielleicht ist es dafür da, wenn man irgendwie Spieler jetzt haben will, dass sie sich hier verstecken. Meinst du, dein Geschrei wird etwas an meiner Meinung ändern? Komm schon, wir gehen jetzt. Aber ich will doch nicht nach Hause. Ich hab dich nicht mehr lieb. Okay. Alles klar. Gibt wohl Zoff. Höhöhö, endlich bin ich im Naniwa-Land. Ist es einer, den wir bekommen können? Wenn ich hier fertig bin, gehe ich in diese berühmte Pfannkuchenbude. Miam. Aber jetzt habe ich gerade etwas Zeit für euch. Wollt ihr auf der großen Fußballtour gegen die Otaku Junior High antreten? Ja, wenn er mich so fragt und mir keine Wahl lässt, dann ist das auf jeden Fall eine super tolle Idee. Inazuma Japan gegen Otaku Junior High. Okay. Haben wir gegen die schon mal gespielt? Ich weiß nicht. Ich glaube nicht. Starten wir mal. Auf jeden Fall ein interessantes Feld hier, muss ich sagen. Mal anders als die wir jetzt die ganze Zeit hatten. Mal abblocken. Konfusion wird eingesetzt, das ist nicht so schön. Einfach ausgetrickst.
Blöd ist auch, dass sie die gleiche Trikotfarbe haben wie wir. Muss ich ganz ehrlich sagen, nicht so schön. Sehr gut, aber ich gehe mal davon aus, es gibt ja auch wieder Elan-Punkte und Kohle letztendlich auch. Von daher ist das eine ganz nette Angelegenheit. Komm, schließen. Jawohl, Nordlichter probieren wir jetzt mal aus. Sieht schon cool aus auf jeden Fall. Oh nein, das Gleitor. Ach, gegen die haben wir auf jeden Fall schon mal gespielt. Das ist nämlich ein Depp. Da kann ich mich noch super dran erinnern. Weiter so, Leute. Sehr gut. Weiter spielen. Eiskalt erwischt. Menschenwesen. Okay. Ja, ja, Taktik über den Haufen, das wissen wir ja schon. Weiter. Die Sache ist aber die, soweit ich das jetzt nachvollziehen kann, können wir die Leute ja abwerben. Rein theoretisch, sage ich jetzt mal. Wenn wir das wollen würden. Macht er wieder Konfusion. So, was können wir hier machen? Machen wir Wahlkampf. Okay, die Duo-Attacke. Keine Chance. Jetzt wird's heiß, oje. Ach, dann machen wir aus dem Winkel einfach mal selber einen Schuss mit dem Jade-Tiger. Schuss ablocken, Otaku, oje, daneben, das war schon mal gut. Jetzt macht er wieder sein Gleittor, das zu nichts führt und der Ball scheint, ist drin, Tor, super. Führen wir 2:0, so muss es sein. Peng, drin, okay. Tor ist Tor und so muss es sein. Machen wir einfach ablocken, ich meine, der kann ja nichts. Aus der Konfusion schon wieder. Würden die nicht ihre Fähigkeiten benutzen, hätten sie Pech gehabt. Wir haben uns durchgesetzt, sehr schön. Ich finde den eigentlich richtig gut, den Stonewall mittlerweile. Auch wenn er hier einen Foul produziert hat. Immer noch heiße Phase für den Gegner. Heiße Phase ist vorbei. Wow. Ablocken. Sehr schön. Nochmal Finte. Noch besser. Das ist auf jeden Fall ein Ballkünstler. Auch hier einfach mal durchgesetzt. Mal zu scharf. Was? Hat sich einfach durchgesetzt. Was ist hier los? Abblocken. Sind denen eigentlich ganz schön überlegen, muss ich sagen. Hier, dann zu Hops, wieder zurück und du machst jetzt mal deinen Meteorball. So muss das aussehen. Können wir nämlich Axel in der Halbzeit auch reinbringen. Tolles Tor. Sehr, sehr gut, 3:0. Wir müssen 5:0 schaffen, damit wir hier die Bonuspunkte bekommen. Also Minimum 5:0. Gleich ist Halbzeit. Wollen wir mal abblocken. Konfusion, okay. Oh Gott, was ist der hässlich, ey. Ist unglaublich. Ende der ersten Halbzeit. Das ist doch gut, vor allen Dingen auch im Ziel auf 5:0. Kommen wir ganz gut in die Richtung mit 3:0 zur Halbzeit. Jetzt können wir nochmal frische Leute reinbringen. 60% Ballbesitz. Das ist doch alles eine ganz nette Entwicklung, muss ich sagen. Jetzt gucken wir mal hier. Bup, bup, bup. Axel nehmen wir. Ihn hier mit rein. Und da Aphrodite, der sich ausgepowert hat, nehmen wir den Wechsel vor. Und dann passt das aber auch schon. Gehen wir zurück. Und starten hier mit frischen offensiven Kräften rein.
Axel versucht ja auch gleich ein bisschen Ärger zu machen, was ihm ganz gut zu gelingen scheint. Setzt sich auch wunderbar durch. Vielleicht können wir hier nochmal Nordlichter machen. Oder auch nicht. Also er trippelt sehr gut, muss ich sagen. Hops ist dran. Und er kann das... ja, so doppelt passt. Erstmal müssen wir trippeln. An ihm vorbei. Das hat geklappt. Jetzt ist die Frage, jetzt schießen wir natürlich gleich. Ups. Haben aber nicht mehr genug Punkte für eine Fähigkeit. Deswegen schießen wir direkt mit voller Kraft eins Gesicht sozusagen. Wir müssen gucken unbedingt, dass wir noch neue Stollen organisieren für ihn. Aber das Tor geht auch so rein. Damit ist das 4:0 da. Und wieder ein wichtiger Schritt Richtung 5:0 gemacht. Denn wenn wir unsere Leute besser ausrüsten wollen, brauchen wir viel Kohle und Erfahrung auf jeden Fall. So, ablocken. Fehlschlag. Hat er sich einfach mal durchgesetzt. Sehr schön, ehrlich gesagt. So, dann können wir nochmal schießen, oder? Nee, hat auch keine Kraft mehr. Dann schießen wir auch mit voller Kraft drauf. Los, du machst es, Gazelle. Und er ist auch drin, durch die Beine. 5:0 ist da, das müssen wir nur halten. Auf jeden Fall eine tolle Ergänzung jetzt der Spieler gewesen, muss ich sagen. Muss halt nur noch ein bisschen gelevelt werden. Aber ich denke, nach der Runde hier haben wir auf jeden Fall da auch ordentlich Power. Wie die schon fertig sind ohne Ende, das finde ich ganz gut. Überall die kleinen Schweißtröpfchen. Diesmal nicht gegen Konfusion durchgesetzt, aber es kann auch nicht immer klappen. Von daher... Sharp geht die Sache aber an. Tackling. Wir müssen unbedingt dafür sorgen, dass wir Sharp irgendwie noch eine Fähigkeit organisieren. Weil das finde ich ein bisschen schade. Hier ist Stoutwork. Wollte ich eigentlich passen. Machen wir Durchbrecher. Setzen uns auch durch. Sehr gut. Das nenne ich mal Ball gespielt. Ach nee, was? Bitte veralbern, hat er doch noch einen Foul gemacht. Hier, dann gehen wir mal in die heiße Phase. Sharp, Sharp. Oh, schade. Hops. Hops scheint mir dran zu sein. Schafft's auch mit dem Kopfball. Spielt ihn arg nach vorne. Gegnerische Verteidigung hat den Ball. Und Sharp. Sehr schön. Jetzt müssen wir zu Axel spielen. Spielen wir kurz. Machen wir ausweichen. Der kann ja gar nichts. Da können wir auch locker solo dran vorbeigehen. Jetzt machen wir mal einen Schuss. Und zwar, bap, Feuerspirale. Rinde mit. Sehr gut. Vielleicht können wir es erhöhen auf 6:0. Sieht mir ganz danach aus. Tor! 6:0, sehr schön. Weiter so, Leute! Gegen die haben wir, glaube ich, schon mal in einem normalen Turnier gespielt gehabt. Gegen die Otakus. Noch 8 Minuten. Weiter. Unsere heiße Phase ist leider vorbei. So, ablocken. Na, machen wir mal ausweichen und danach schließen wir mit Kane. Weil der macht eh keine Fähigkeiten mehr. Können wir auch mal dick draufhalten mit Power Surfer. Das nächste Tor machen unter Umständen. Hat auch genau noch gepasst. Schuss ablocken. Daneben. Sehr gut. Oh, oh, Tortaucher, hat er doch noch eine neue Fähigkeit, wurde ausgewechselt, habe ich nicht drauf geachtet. Er scheint aber trotzdem reinzugehen und da ist er auch drin, Tor, sehr gut. Das 7:0 ist im Kasten. Sonst würde man gegen Saudi-Arabien spielen oder sowas. Unglaublich. So, komm, das kriegen wir alles hin. Noch 2 Minuten. Schön gepasst. Das kann man sagen. Ja, dann lauf halt mal durch, ne? Spiel beendet.
Damit ist der Sieg auch in unserer Tasche. Kein Problem, da hat er recht, der Archer. Oh nein, das kann nur ein Albtraum sein. 63%, wir konnten Ballbesitz sogar nochmal steigern. Freigabe Rang S, Erfahrungspunkte mal 2. Das war dadurch, dass wir so viele Punkte tatsächlich gemacht haben, beziehungsweise Tore. Otaku-Handschuhe haben wir bekommen, 296 Elan, fast alle haben neue Levels bekommen. Das ist doch ganz gut, wo haben wir denn hier? Aphrodi ist 13. Durchbrecher-Torkens bekommen, das hört sich doch gut an. Das hat sich auf jeden Fall gelohnt. Haben wir die freigeschaltet gehabt, okay. So, dann gehen wir zurück. Jupp. Du kannst jetzt zum Bahnhof in Nord-Tokio gehen. Aha. Du kannst jetzt Info und dein Team bearbeiten auswählen. Dadurch kannst du deine Mannschaft jederzeit und überall ändern, wenn du willst. Das ist ja praktisch gewesen und hat sich das voll gelohnt, dass wir das hier gemacht haben. Geht hier in der Kiste ab. 945 Elan-Punkte erhalten. Das ist natürlich super. Würde aber sagen, mit diesen ganzen neuen Entwicklungen, die wir hatten, machen wir einen Cut an der Stelle. Ich speichere, bedanke mich wie immer fürs Zusehen und freue mich auf eure Kommentare. Ciao, ciao, bis zum nächsten Mal.